Ich lese Stiftung Warentest, Medikamente im Test, Bluthochdruck. Ich bin angekommen auf Seite 11. Das ist das zweite Kapitel. Nach dem ersten Kapitel, was wollen Sie wissen? Medikamente ja oder nein? Das geht, hat die Farbe blau. Medikamente sind farblich, die Kapitel sind farblich unterlegt. Und geht bis Seite 37, das sind 26 Seiten. Damit das Ganze nicht zu lange wird, stelle ich die Eieruhr. Medikamente ja oder nein? Brauche ich wirklich ein Medikament? Wie sieht die Bluthochdruckbehandlung aus, die für mich am besten passt? Das sollten Sie gemeinsam mit Ihrem Arzt entscheiden und dabei nicht nur den Blutdruck berücksichtigen. Die Diagnose Bluthochdruck kommt oft überraschend, denn die meisten Menschen mit Hypertonie, so der medizinische Ausdruck für Bluthochdruck, bemerken nichts davon. Verständlicherweise ist dann die Motivation gering, etwas dagegen zu tun. Doch so unauffällig ein Bluthochdruck auch daherkommt, er schädigt auf Dauer sämtliche blutversorgenden Gefäße, in der Fachsprache Arterien oder Arteriolen und damit lebenswichtige Organe. Die Hälfte aller Herzinfarkte und Schlaganfälle wären vermeidbar, wenn Bluthochdruck rechtzeitig bekämpft wird. Deshalb hat Ihnen Ihre Ärztin, Ihr Arzt womöglich nahegelegt, Medikamente gegen Bluthochdruck, sogenannte Antihypertensiva einzunehmen. Sie können nachdenken, ob wirklich ein Medikament nötig ist. Und wenn ja, welches am besten passen würde. Je besser Sie informiert sind, desto eher sind Sie in der Lage, zusammen mit Ihrem Arzt eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Sie sollten sich dabei nie alleine auf Tabletten verlassen. Mit Bewegungs-, Ernährungs- oder Entspannungsmaßnahmen steigen die Chancen, dass die Medikamente reduziert oder abgesetzt werden können. Bluthochdruck, die richtige Diagnose. Haben Sie Ihren Blutdruck mehrmals gemessen oder messen lassen? In der Arztpraxis und auch zu Hause? Ein einzelner Messwert sagt nämlich wenig aus. Blutdruck schnellt im Alltag immer mal wieder in die Höhe. Das ist normal. Diese Schwingungsfähigkeit des Blutdrucks ist sogar lebenswichtig, denn je nach Situation und Tätigkeit braucht der Körper einen anderen Druck, mit dem das Blut über den Körper verteilt wird. Wenn wir beispielsweise nach dem Liegen aufstehen, erhöht sich der Blutdruck meist schlagartig, damit das Gehirn ausreichend durchblutet wird. Denn gegen die Schwerkraft muss das Herz das Blut schnell nach oben in den Kopf pumpen. Der Blutdruck steigt auch bei körperlicher Aktivität, denn dann brauchen bestimmte Muskeln mehr Blut, damit sie ihre Leistung bringen können. Von einer Prüfung geht ein hoher Blutdruck mit einem Höchstmaß an Wachheit und Konzentration. Ach, vor einer Prüfung geht ein hoher Blutdruck mit einem Höchstmaß an Wachheit und Konzentration einher.
Nachts beim ruhigen Schlafen sinkt er dagegen ab und erreicht häufig gegen 3 Uhr nachts einen Tiefpunkt. Unterer und oberer Wert. Hoher Blutdruck gilt erst dann als krankhaft, wenn er über mehrere Wochen auf hohem Niveau bleibt und immer wieder stark erhöhte Werte ohne entsprechenden Anlass auftreten. Eine Hypertonie besteht nach den derzeit gültigen Messwerten, wenn bei der ärztlichen Messung die Blutdruckwerte mehrmals an verschiedenen Tagen bei 140 zu 90 Milligramm Quecksilbersäule oder darüber liegen, möglichst zu verschiedenen Tageszeiten gemessen. Bei der ersten Messung sollte der Arzt den Blutdruck an beiden Armen erfassen, denn die Werte können unterschiedlich ausfallen, zum Beispiel weil es auf einer Seite einen Engpass in den Gefäßen gibt. Der Blutdruck sollte künftig immer am Arm mit den höheren Werten gemessen werden. Zusätzlich ist eine Langzeitmessung, siehe Kasten rechts, zu empfehlen, die der Arzt einleitet und die die genauesten Ergebnisse liefert. Der Druck wird immer in zwei Werten angegeben. Der obere Wert misst den Blutdruck zu dem Zeitpunkt, an dem sich das Herz zusammenzieht, um das Blut in die Arterien zu pumpen. Das ist der systolische Druck. Der untere Wert zeigt den Blutdruck, wenn der Herzmuskel wieder erschlafft, um das Blut anzusaugen. Dieser diastolische Druck zeigt also den Blutdruck, wenn der Herzmuskel entspannt ist. Deshalb ist dieser Wert auch immer niedriger als der systolische Druck. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie man den diastolischen Druck messen soll. Wie man den systolischen Druck misst, ist mir klar. Beim diastolischen Druck ist es mir so dermaßen unklar, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ich kann mir solche Bemerkungen leider wirklich nicht verkneifen. Für die Diagnose Bluthochdruck ist es übrigens nicht erforderlich, dass beide Grenzwerte erreicht oder überschritten werden. Auch wenn nur der systolische oder der diastolische Wert erhöht ist, handelt es sich um einen Bluthochdruck. Gerade bei älteren Menschen ab dem 65. Lebensjahr ist die sogenannte isolierte systolische Hypertonie recht häufig, bei der nur der obere Wert über dem Grenzwert liegt. Siehe Tabelle Seite 14. Bei jüngeren Menschen ist es möglicherweise nur der untere, der diastolische Wert. Ist möglicherweise nur der untere, der diastolische Wert. So, aha. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie man den unteren messen soll. Ist mir nicht klar. Dann gibt es hier ein I. Die Langzeitmessung bildet die Schwankung des Blutdrucks am verlässlichsten ab. So würden auch ambulante Blutdruckmessungen, ABDM, oder 24-Stunden-Blutdruckmessung genannt, weil sie in ihrem Alltag einen ganzen Tag und eine Nacht lang ein Blutdruckmessgerät am Körper tragen. So lassen sich auch zu hohe Werte während der Nacht aufspüren. Das kann ein Hinweis auf andere Krankheiten sein. So. Ich nehme nichts gegen Bluthochdruck.
Ich sage es jetzt einmal, bevor das die Grenzwertdiskussion anfängt, und ich würde auch, bevor der eine Wert, den man messen kann, bei über 160 ist, und ich würde mir das auch auf einer Quecksilbersäule selber angucken, nicht anfangen, Medikamente zu nehmen. Das sage ich zu meiner Entlassung hier direkt am Anfang einmal. Grenzwerte für Bluthochdruck. Als Schwelle zum Bluthochdruck gilt in Deutschland der Wert 140 zu 90 Milligramm Quecksilbersäule, Stand März 2018. Eine Herabsetzung nach US-Vorbild auf 130 zu 80 Milligramm Quecksilbersäule wird allerdings diskutiert. Denn es handelt sich nicht um eine scharfe Grenze, ab der sich ein Schalter umlegt von ungefährlich auf gefährlich. Das Risiko für Schäden an den Organen später ins hier merkt man, wie scheiße das Heft ist. Wächst kontinuierlich bereits ab einem Wert von 115 zu 75 Milligramm Quecksilbersäule. Im Bereich von 130 bis 139 Milligramm Quecksilbersäule systolisch und 80 bis 89 Milligramm Quecksilbersäule diastolisch kann er bereits doppelt so hoch sein, als wenn der Druck bei Werten bis 120 zu 80 Milligramm Quecksilbersäule liegen würde. Diesem fließenden Übergang versucht die Unterteilung in optimalen, normalen und hochnormalen oder besser auch normalen Blutdruck gerecht zu werden, wie in der Tabelle auf Seite 40 ersichtlich. Je niedriger, desto besser. Die Fachleute sind sich nicht völlig einig, ab welchen Werten ein Bluthochdruck behandelt werden sollte. Eine Änderung der Grenzwerte auf Basis großer Studien deutet sich schon seit längerem an. So haben die kardiologischen Fachgesellschaften in den USA in ihrer neuen Leitlinie von 2017 einen erhöhten Blutdruck im Sinne eines noch hochnormalen Blutdrucks bereits bei einem oberen Wert von 120 zu 129 Milligramm Quecksilbersäule und einem unteren Wert bis 80 Milligramm Quecksilbersäule angesetzt. Bluthochdruck Grad 1 beginnt bei Ihnen schon ab Werten von 130 zu 80 Milligramm Quecksilbersäule. Allerdings ist dies nicht gleichbedeutend damit, dass alle von diesen Werten Betroffenen bereits Medikamente einnehmen sollen. Beim in den USA neu definierten erhöhten Blutdruck ab 120 Milligramm Quecksilbersäule über 80 Milligramm Quecksilbersäule werden generell nur medikamentöse Maßnahmen empfohlen. Beim neu definierten Bluthochdruck Grad 1 ab 130 zu 80 Milligramm Quecksilbersäule lautet die Empfehlung meist ebenfalls allgemeine Maßnahmen wie Sport oder Abnehmen. Nur für Patienten mit einem ganz besonders hohen Risiko für Herz-Kreislauf-Folgeschäden, siehe Seite 22, werden Medikamente angeraten. Okay. Auch wenn die neuen Grenzwerte noch nicht allgemein akzeptiert sind, die Diskussion kann das Bewusstsein für das schleichende Risiko schärfen. Schon bei einem Blutdruck, der nur leicht erhöht ist, kann es sich lohnen, den Lebensstil anzupassen.
Es spricht vieles dafür, dass sich die europäischen und deutschen Grenzwerte mit der Zeit dem US-amerikanischen angleichen werden. Sollte Ihnen Ihr Arzt bereits bei einem nur ganz leicht erhöhten, also nicht mehr ganz optimalen Blutdruck zu Gegenmaßnahmen raten, orientiert er sich vermutlich an den aus den USA kommenden Empfehlungen. Weißkitteleffekt. Ein niedriger Grenzwert gilt tatsächlich für die Messung zu Hause. Dort liegt die Grenze bei 135 zu 85 Milligramm Quecksilbersäure anstatt bei 140 zu 90 Milligramm Quecksilbersäure in der Arztpraxis. Der Grund dafür ist der sogenannte Weißkitteleffekt. Ein Begriff, der auf die traditionellen Berufskleidung des Arztes anspielt. In Anwesenheit von medizinischem Personal sind viele Menschen etwas nervös, wodurch ihr Blutdruck steigt. Bei etwa 10 bis 30% der Patientinnen und Patienten lässt sich eine solche Praxishypertonie beobachten. In der Sprechstunde haben sie zu hohe Werte, während die Werte zu Hause normal ausfallen, was unter anderem durch die 24-Stunden-Messung nachgewiesen werden kann. So, habe ich schon erzählt, die 24-Stunden-Messung. Falls Sie zu den Menschen gehören, die nur in der Praxis erhöhte Werte haben, ist das noch kein Grund zur Entwarnung. Medikamente sind dann zwar nicht angezeigt, aber Sie sollten Ihren Blutdruck im Auge behalten und mehr Energie in die Vorbeugung stecken. Denn ein Teil der Menschen mit einer Praxishypertonie entwickelt mit der Zeit einen richtigen Bluthochdruck. Bei einigen wenigen Patienten wird übrigens das umgekehrte Phänomen beobachtet. In der Praxis sind die Werte normal, im Arbeitsalltag aber deutlich erhöht. Auch diese Patienten mit einer sogenannten maskierten Hypertonie können durch eine Langzeitmessung entdeckt werden. Nicht nur der Blutdruck zählt. Von einer blutdrucksenkenden Behandlung sollte nicht nur anhand mehrerer Messungen, nee,
Nicht nur der Blutdruck zählt vor einer. Ich habe noch 10 Minuten. Nicht nur der Blutdruck zählt. Vor einer blutdrucksenkenden Behandlung sollte nicht nur anhand mehrerer Messungen gesichert sein, ob wirklich ein Bluthochdruck besteht. Eine sorgfältige Diagnose beinhaltet auch weitere medizinische Untersuchungen und das aus drei Gründen. Zum einen gilt es herauszufinden, welche Form der Hypertonie bei Ihnen vorliegt. Handelt es sich wie in den allermeisten Fällen um einen Bluthochdruck als eigenständige Krankheit, essentielle oder primäre Hypertonie genannt, oder hat sich der Bluthochdruck aufgrund einer anderen Erkrankung, wie etwa einer Nierenerkrankung oder einer hormonellen Störung entwickelt? In diesem Fall spricht man von einer sekundären Hypertonie. Ein Blutdruck wird heute nicht mehr isoliert behandelt, sondern immer in der Zusammenschau mit weiteren Risikofaktoren für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung wie eine familiäre Vorbelastung, Übergewicht, Diabetes, eine Fettstoffwechselstörung oder Rauchgewohnheiten. Schließlich sollte gegebenenfalls kontrolliert werden, ob der Bluthochdruck schon Organschäden angerichtet hat. Laborwerte des Bluts oder Urins zum Beispiel können anzeigen, ob zu viel Zucker oder Fett im Blut schwimmen oder ob die Niere als Folge des Bluthochdrucks bereits geschädigt oder ob die Nieren als Folge des Blutdrucks bereits geschädigt sind. Ein Elektrokardiogramm, EKG, gibt Aufschluss über Herzrhythmusstörungen oder verengte Herzkranzgefäße. In einer Ultraschallaufnahme des Herzens, Echokardiographie, kann die Ärztin, der Arzt erkennen, ob sich der Herzmuskel aufgrund eines schon länger bestehenden Bluthochdrucks bereits vergrößert hat. Deshalb werden Sie in der Arztpraxis auch nach Ihrer Krankengeschichte und Ihren Lebensgewohnheiten gefragt. Die Abkürzung MMHG steht für Millimeter Quecksilbersäule, denn bei manchen älteren Messgeräten wird der Druck anhand der Höhe einer Quecksilbersäule in einem Glasröhrchen abgelesen. 122 Milligramm Quecksilbersäule bedeutet, der Druck ist so stark, dass er eine Quecksilbersäule in einem Glasrohr 120 Millimeter hochtreiben kann. So. Primäre Hypertonie. Meistens lässt sich keine eindeutige Ursache für einen Bluthochdruck erkennen. Für diese primäre und essentielle Hypertonie ist oft ein ungesunder Lebensstil verantwortlich. Zu wenig Bewegung, zu fettes und salziges Essen, chronischer Stress oder zu viel Alkohol.
Das sind alles Risikofaktoren für einen Bluthochdruck, die wir selber beeinflussen können. Daneben gibt es weitere Risikofaktoren, auf die wir keinen Einfluss haben, vor allem das Alter oder eine genetische Veranlagung. Doch eine Verlagerung oder eine genetische Veranlagung. Doch eine Veranlagung kommt vor allem dann zum Zug, wenn sich andere Belastungen hinzugesellen, die mit der Lebensweise zu tun haben. Und auch mit dem Älterwerden muss sich nicht immer zwangsläufig ein Bluthochdruck einstellen. Bei vielen Naturvölkern wie in Papua-Neuguinea, Südamerika oder Kenia bleibt der Blutdruck häufig bis ins hohe Alter normal. Behalten Sie deshalb die Stellschrauben im Auge, an denen man drehen kann. Siehe Seite 26 und folgende. Unabhängig davon, ob Sie die Medikamente gegen Bluthochdruck einnehmen oder nicht. So, das waren die primäre Hypertonie mit keinen eindeutigen Ursachen. Und dann gibt es die sekundäre Hypertonie. Lese ich auch noch vor, und dann kommt ein Arzneischeck, und dann geht es weiter mit gefährlicher Kollege, erhöhtes Cholesterin. So. Sekundäre Hypertonie. Bei weniger als 5 von 100 Hypertonikern liegt dem Blutdruck eine andere Erkrankung zugrunde. Dann handelt es sich um eine sekundäre Hypertonie, von der häufig bereits jüngere Menschen betroffen sind. Wenn bei einer sekundären Hypertonie die Grunderkrankung geheilt wird, besteht die Chance, dass sich der Blutdruck normalisiert. Nierenerkrankungen. Die Nieren spielen eine zentrale Rolle bei der Blutdruckregulation, und ein Nierenschaden ist die häufigste Ursache für eine sekundäre Hypertonie. Dabei kann es sich entweder um eine Verengung der großen Nierenarterien, Nierenarterienstenose handeln oder um eine Entzündung des Nierengewebes, Nierenparenchym. Die rhinoparenchymatöse Hypertonie ist die häufigste Form einer sekundären Hypertonie. Hormonelle Erkrankungen. Ein meist gutartiger Tumor in der Nebennierenrinde oder im Nebennierenmark kann zu einer Überproduktion von Hormonen führen, in diesem Fall Aldosteron bzw. Katecholamine, was den Blutdruck in die Höhe treibt. Auch eine Funktionsstörung der Schilddrüse kann einen Bluthochdruck zur Folge haben. Atemstillstände im Schlaf, Schlafapnoe. Bei den Betroffenen erschlafft während des Schlafs die Muskulatur der oberen Atemwege, sodass sie keine Luft mehr bekommen. Die nächtlichen Erstickungsanfälle erhöhen den Blutdruck. Zu den Gegenmaßnahmen gehören Abnehmen und Alkohol am Abend vermeiden. Ich trinke abends gerne mal ein. Auch noch keine rote Nase vom Bluthochdruck. So, Arzneischeck, Bluthochdruck. Kann auch eine Nebenwirkung von Medikamenten sein. Manche Schmerz- und Rheumamittel zum Beispiel können den Blutdruck nach oben treiben. Genauso Hormonpräparate wie die Pille oder Mittel gegen Wechseljahresbeschwerden und Zyklusstörungen. Auch unter Cortison kann der Blutdruck steigen. Überprüfen Sie den Beipackzettel aller Medikamente, die Sie regelmäßig einnehmen. So, weiter geht es mit gefährlicher Kollege, erhöhtes Cholesterin im blauen Kapitel. Das heißt, Medikamente ja oder nein. Bis später.